Moin moin und guten Tag, und dies ist das erste Video vom Social Media Masterkurs. Warum ist Social Media Marketing gerade auch für Sie so wichtig? Und wenn Sie damit anfangen, vermeiden Sie bitte diese fünf größten Fehler im Social Media Marketing, die ich Ihnen auch noch gleich in einer Kurzübersicht zeigen werde. Hauptsächlich wird Social Media Marketing natürlich eingesetzt, um die eigene Bekanntheit zu steigern, um das eigene Produkt zu zeigen, um die Dienstleistung vorzustellen, um neue Kunden zu gewinnen und auch um eine Beziehungspflege mit dem Kunden zu verbessern. Das ist der Haupteinsatzpunkt von Social Media Marketing und das funktioniert fantastisch. Allein in Deutschland sind um die 40 Millionen Leute bei Facebook und um die 5 Millionen Leute bei Twitter. Sind Ihre Kunden. Das ist die Laufkundschaft von heute. Man kommt nicht mehr vorbei und geht ans Schaufenster und schaut hinein und wenn man etwas kaufen möchte, geht man dann ins Geschäft rein. Die Geschäfte müssen heute im Internet präsent sein, damit sie überhaupt die Chance haben, ihre Kunden zu finden, dort abzuholen, wo sie sind, bei Facebook, bei Xing, bei Twitter, bei Pinterest, bei Google+, bei LinkedIn, auf einem Blog, wo die Kunden sich heutzutage, ihre Kunden sich aufhalten, dort müssen sie sie abholen und auf ihre Seite lenken. Unter den 35-Jährigen sind fast 100% der Leute im Internet. Also müssen sie auch dort sein. Sie müssen gefunden werden, man muss ihre Seite finden, man muss ihre Dienstleistung, ihre Produkte finden, man muss sie persönlich finden. Wenn man ihren Namen oder ihre Firma bei Google eingibt, müssen 10, 20, 30 Links zu ihnen auftauchen. Die Hauptgründe für die Nutzung von Social Media Marketing ist also Bekanntheit der Marke steigern. In diesem Fall ihres eigenen Unternehmens. Seien sie nun Gastronom oder Kleinunternehmer, Network Marketing oder Affiliate Marketer. Was auch immer Sie anbieten an Produkten, digitale oder echte Produkte, Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater, sollen die Leute zu Ihnen in die Praxis, in Ihr Büro kommen, sollen Sie sie anrufen. Wichtig ist, dass Ihre Kunden, Ihre neuen Kunden, Sie auch finden, wenn Sie nach Ihnen suchen. Und dass Sie später auch über die sozialen Netzwerke den schnellen Kontakt mit Ihrem Kunden pflegen. Jetzt hat der ein oder andere vielleicht Bedenken oder Vorurteile gegenüber Twitter und Facebook und denkt, dort wird nur Blödsinn gepostet. Was Sie dort schreiben, liegt natürlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Es muss ja nicht das Bild vom letzten Oktoberfest sein, wie Sie betrunken unter dem Tisch liegen. Das ist für Ihre Mandanten, für Ihre Kunden, für Ihr Klientel sicherlich nicht hilfreich, so etwas bei Facebook zu finden. Aber wenn Sie es dort nicht einstellen, dann ist es auch nicht drin. Also kann auch nicht großartig was passieren. Der Zeitaufwand, den Sie dann täglich zu leisten haben, überwiegt bei weitem den Nutzen. Und mit unserem System von Social Media Master zeigen wir Ihnen, wie Sie innerhalb von 10 bis 15 Minuten täglich Ihre kompletten Netzwerke pflegen, permanent, automatisiert oder auch individuell ansprechbar sind, gefunden werden und trotzdem viel Zeit, persönliche Zeit für einen persönlichen Kontakt mit Ihren Kunden und Ihren Klienten beziehungsweise mit Ihrer eigentlichen Arbeit, der Sie nachgehen, auch haben. Gerade wenn man nebenberuflich tätig ist und nur abends Zeit hat zum Arbeiten. Oder man ist Handwerker und verdient sein Geld ja eigentlich nicht damit, dass man im Internet präsent ist und sich bei Twitter und Facebook aufhält. Und unsere Schulung hilft auch dabei, Ihre Mitarbeiter zu schulen, wenn Sie das nicht selber machen, sondern jemandem delegieren möchten, der aber auch nicht wirklich weiß, was er zu machen hat. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass Sie bei 200.000 Followern bei Twitter, 7.000 Kontakte bei Xing, 5.000 Facebook-Freunden, 760 Facebook-Abonnenten, 1.700 Facebook-Fans, 5.300 Kontakte bei Google+, 671 Abonnenten bei YouTube, über 100.000 gesehener Videos und über 450.000 angeklickter Seiten auf dem Blog und über 1.700 Kontakte bei LinkedIn, natürlich Ihre Seite ganz schön im Internet pushen können. Als kleiner Unternehmer mit einer kleinen Tierarztpraxis auf dem platten Land im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Groß-Gusborn mit knapp 300 Einwohnern habe ich es durch diese gezielten Maßnahmen erreicht, dass meine Twit-Erfolgsseite unter den Top 100.000 Seiten in Deutschland rangiert. Weltweit über den
Top 100.000 und in Deutschland unter den Top 4.000 Seiten. Fazit ist, Sie müssen es nicht wirklich verstehen oder auch nicht lieben, das Social Media Marketing, aber Sie müssen es effektiv und effizient einsetzen. Und wenn Sie nicht schon berühmt sind, dann müssen Sie sich einfach über solche sozialen Netzwerke bekannt machen. Denn wenn Sie es nicht machen, macht es Ihr Mitbewerber. Und Fakt ist auch, wenn ich das geschafft habe als Tierarzt und mir das alles selbst beigebracht hat und aus dem Internet rausgesucht habe, dann werden Sie das sicherlich mit Hilfe unserer Schulung innerhalb von kurzer Zeit auch erreichen können. Kommen wir jetzt noch zu den meiner Meinung nach 5 größten Fehlern, die Sie im Social Media Marketing machen können. Der erste Fehler ist, Sie haben kein Ziel. Der zweite Fehler ist, Sie haben keinen Plan. Der dritte Fehler ist, Sie haben keine Präsenz. Der vierte Fehler ist, Sie haben nicht genügend Content. Und der fünfte Fehler ist, Sie haben nicht genügend Masse. Sie brauchen ein klares Ziel, was Sie mit Ihrer Social Media Präsenz erreichen wollen. Und zwar wollen Sie Besucher auf Ihre Internetpräsenz, auf Ihre Internet, auf Ihre Homepage-Seite leiten. Und das möglichst einfach, möglichst schnell, möglichst automatisiert und mit möglichst wenig Zeitaufwand für Sie persönlich. Und aus den Besuchern sollen dann Kunden, Klienten oder auch Patienten werden. Und das ganze System baut sich darum herum auf. LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, Xing, Google+, alles das, dort haben Sie Ihre Freunde, Ihre Fans, das wird automatisiert teilweise aufgebaut, regelmäßig, kontinuierlich, dann wird es auf einen Blog geleitet oder über einen Blog und im Endeffekt geht es darum, Menschen auf Ihre Zielseite zu bringen. Das ist wie in meinem Fall, ruf mich an. Sie sollen mich anrufen, wenn Sie ein krankes Tier haben und dann sollen Sie in die Praxis kommen. Es kann aber auch eine Squeeze-Page, eine Eintragungsseite für ein Newsletter sein oder direkt auf eine Verkaufsseite. Wichtig ist, Sie müssen sich für ein Ziel entscheiden und dort die geballte Kraft von Social Media Marketing hinleiten. Als zweites brauchen Sie eine klare Strategie und dort empfehle ich Ihnen wirklich die althergebrachte KMVK-Formel. Sie bauen sich Follower auf, bei Twitter zum Beispiel, damit man Sie kennt, damit man weiß, wer Sie sind, damit man weiß, dass Sie und Ihr Unternehmen überhaupt existieren. Danach twittern Sie einige interessante Nachrichten, dann mag man Sie. Dann schreiben Sie einen längeren Blogartikel und bieten Mehrwert. Dann hat man Vertrauen zu Ihnen. Oder Sie laden die Leute auf ein Newsletter ein und in dem Newsletter verteilen Sie interessante Informationen und letztendlich kaufen dann Kunden, die ungefähr 7-mal mit Ihnen Kontakt gehabt haben, die Vertrauen gefasst haben, die Ihren Expertenstatus anerkannt haben. Und so bekommen Sie aus der Masse der Leute, wo Sie gar nicht wissen, wer von denen Ihr Kunde ist und wessen Problem Sie lösen können, kristallisiert sich automatisch die Klasse heraus, das sind Ihre Kunden, diejenigen, die genau das suchen, was Sie gerade im Moment anzubieten haben. Und dafür reicht es eben nicht, dass Sie irgendwo in der hinterletzten Ecke der Winkelgasse ein kleines Schildchen an die Tür nageln und sagen so, hier bin ich jetzt, Leute, kommt her und besucht mich. Nein, Sie müssen aktiv auf sich aufmerksam machen. Sie stehen in Konkurrenz mit 250 Millionen anderer Internetseiten. Warum soll jemand auf Ihre Seite kommen, Sie besuchen, überhaupt Sie erstmal finden? Das funktioniert mit Sicherheit nicht über solche Profile, wo nichts eingetragen ist, wo kein Bild ist, wo kein Hintergrundbild ist, wo nie irgendetwas geschrieben worden ist, wo keine Daten eingetragen sind, kein Link auf Ihre Zielseite. Sei es nun hier bei YouTube oder Xing, bei Google+ oder bei Facebook. Sie müssen einfach auf sich aufmerksam machen. Sie müssen Ihre Präsenz steigern, Sie müssen bekannter werden, Sie müssen Ihre Fußspuren überall hinterlassen. Wenn man Sie googelt, müssen Sie einfach gefunden werden. Und zwar nicht irgendwo klein in der Gasse, sondern auf Madison Square Garden, in der Leuchttafel, am exponierten Platz. Dort muss man auf Sie finden. Es geht kein Weg mehr an Ihnen vorbei. Und wir helfen Ihnen, wie Sie genau dieses hier aufbauen können. Und Sie müssen vertrauensbildende Maßnahmen schaffen, indem Sie einen Teil Ihres Wissens kostenlos hergeben. Sie müssen sich einen Expertenstatus aufbauen, aber Sie können auch von anderen profitieren, indem Sie über automatische Tools einfach Content weiterleiten. Mehrere Tweets am Tag, täglich einige Posts bei Facebook, wöchentlich einen Blogartikel und gelegentlich ein Video. Das sind nachher Ihre laufenden To-Do-Aufgaben, damit Sie auch weiterhin gefunden werden und das ist teilweise automatisiert möglich. Doch Sie können den besten Content liefern. Sie können die Lösung für alle Probleme der Welt haben,
Wenn niemand ihrem Twitter-Account folgt und sie das dort geschrieben haben, dann liest niemand auch diese bahnbrechende Nachricht. Also reicht es nicht nur, guten Content zu haben, gute Inhalte zu haben, sondern sie brauchen auch einfach die Masse an Lesern. Und da gibt es eine gewisse kritische Masse, denn nur ein Promille aller Leser, aller Leute, die ihnen bei Twitter folgen, lesen überhaupt den Tweet, den sie gerade schreiben. Einer von tausend. Sie müssen immer wieder etwas Neues schreiben, Sie müssen immer wieder ein Call to Action hier jetzt klicken, gehen Sie auch auf diese Seite, besuchen Sie meinen Internetauftritt, immer wieder auf sich aufmerksam machen. Letztendlich müssen Sie zum Social Media Master werden, gefunden werden, auf sich aufmerksam gemacht haben. Man muss wissen, dass es Sie gibt, wo es Sie gibt, was Sie anzubieten haben. Und dann können Sie zusätzlich auch noch virale Effekte ausnutzen. Wenn Sie guten Content, gute Inhalte liefern, dass Sie weiterempfohlen werden und irgendwann wird das Ganze zum Selbstläufer und Sie haben mehr Zeit, sich um den einzelnen Kunden zu kümmern, weil vieles jetzt mittlerweile automatisiert ablaufen kann. Denken Sie an die Grundprinzipien im Social Media Marketing. Es ist für Sie nur ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck und der Zweck heißt, Traffic auf Ihre Internetseite zu bringen. Sie verfolgen das Ziel, dadurch mehr Kunden zu gewinnen, mehr Umsatz zu machen. Es geht um das Business. Wenn Sie Farmville spielen oder Call of Duty oder World of Warcraft, das ist keine Arbeitszeit. Das zählt nicht mit dazu. Wenn Sie sich in einem Blogartikel festlesen oder bei Facebook runterscrollen und schauen, was Ihre Verwandtschaft, Ihre Bekanntschaft oder Ihr Nachbar gerade macht, das ist keine Arbeitszeit. Sie müssen größtmögliche Automatisierung bei höchstmöglichem persönlichen Engagement verknüpfen, die Portale untereinander vernetzen, die Reichweite durch Viralität erhöhen und möglichst kostenlose Tools einsetzen. Und dann regelmäßig am Ball bleiben. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gibt eine Videoschulung, die Ihnen das alles Schritt für Schritt genau erklärt. Wie eine Zielseite auszusehen hat, wie Sie überhaupt anfangen, welche Fragen Sie sich selbst stellen müssen, was ist Ihre Zielgruppe, wie Sie bei Google Plus ein Profil anlegen, bei Twitter, Facebook einen Blog anlegen, wie Sie andere Profile anlegen, wie Sie das Ganze automatisieren und welche tollen Tools Sie anwenden können, damit das noch einfacher für Sie wird. Das bietet Ihnen die Schulung Social Media Master. Fangen Sie jetzt an, sich bekannt zu machen. Werden Sie jetzt zum Social Media Master. Schauen Sie sich das nächste Video mit Tipps und Tricks an. Ich freue mich darauf und bis dahin viel Spaß und viel Erfolg, alle Angaben ohne Gewähr und bis zum nächsten Video. Tschüss.